Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Drehscheibe Sommertour heute vom Gymnasium Bürgerwiese in Dresden. Ja, und hier ist der Schuljahresstart gestern erstmal ins Wasser gefallen und das buchstäblich, denn in dem Gebäude hinter uns, dem Neubau, da gab es einen Wasserschaden. Gestern und heute deswegen schulfrei. Hinter uns im Altbau laufen aber gleichzeitig die Bauarbeiten weiter. An meiner Seite deshalb heute Sebastian Küfner, Abteilungsleiter bei der Stesat. Ja, Herr Küfner, was hat das gestern für Sie bedeutet, dieser Wasserschaden? Wie haben Sie überhaupt davon erfahren? Ja, wir waren erschrocken. Wir haben es aus der Presse erfahren, dass es diesen Wasserschaden am Wochenende im Neubau des Gymnasiums Bürgerwieses gab. Wir versuchen eher pragmatisch zurzeit zu handeln und versuchen zu überlegen, an welchen Stellen der sich in den letzten Zügen befindliche Bauablauf doch noch mal beschleunigt werden kann, um schneller als vielleicht bisher angedacht im November schon den Altbau zur Verfügung zu stellen und die notwendigen Klassenzimmer jetzt, die dringend benötigt werden, auch anbieten zu können. Das bedeutet, Sie liegen also bisher auch gut wahrscheinlich im Zeitplan, überhaupt solche Überlegungen anstellen zu können. Welche Möglichkeiten gibt es da noch, das bisschen voranzutreiben, ein bisschen schneller zu machen? Ja, der Schein trügt vielleicht, wenn wir hier an der Stelle stehen, weil man das Gefühl hat, es wird nichts, es passiert nichts. Wir befinden uns aber eigentlich in den letzten Ausbaugewerken, in den Ausbauleistungen, die im Inneren des Gebäudes stattfinden. Die wollen wir im September abschließen, Anfang Oktober. Und was uns einfach noch Sorge bereitet, sind die im Nachgang angefangenen Freianlagen, die natürlich jetzt auch noch ausgeführt werden müssen, wo wir auf gutes Wetter hoffen, weil die natürlich notwendig sind, auch mit einer Feuerwehraufstellfläche, um dann eine Nutzungsgenehmigung für diesen Standort, für diesen Altbau zu erhalten. Und das sind jetzt die Überlegungen, wie können wir eventuell noch schneller die Freianlagen fertig bekommen? Gibt es Möglichkeiten, auch mit der Bauaufsicht gemeinsam eine Teilbaugenehmigung zu erhalten, um recht schnell, und da zählen dann wahrscheinlich auch Wochen, die Klassenzimmer anbieten zu können, den Standort mit Klassenzimmern versorgen zu können? Sie sind ja hier schon einige Zeit am Werkeln. Was ist denn am Altbau alles passiert? Was mussten Sie da unternehmen, damit das wieder ein schickes Schulgebäude wird? Ja, der Altbau, der gliedert sich eigentlich so in drei Teile weg. Es gab so einen großen, den dreigeschossigen Altbau, einen kleinen Verbinder und eine Sporthalle. Und vom Grunde her war auch der Beschluss der Stadt und des Schulverwaltungsamtes, diesen gesamten Altbau zu sanieren. Er musste brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Es wurden zweite Rettungswege angelegt. Die gesamte Elektro- und Heizungsinstallation, die Sanitäranlagen, ist alles erneuert worden. Natürlich musste auch die ENEF eingehalten werden. Die ENEF? Das müssen Sie kurz erklären. Was ist die ENEF? Die ENEF ist die Energieeinsparverordnung und die gibt Regularien vor, was unter anderem den Wärmedämmwert und solche Sachen betrifft. Und deswegen wurde auch an der Fassade mussten Sanierungsarbeiten stattfinden. Die Fenster wurden erneuert. Ja. Welche Schwierigkeiten gab es denn, das alte Schulgebäude oder was es überhaupt vorher mal war, jetzt den modernen Bedingungen anzupassen? Ja, das sind ja immer Schwierigkeiten, die jeder Bauherr mit sich trägt, wenn er einen Altbau saniert. Und wenn man überlegt, was sind die neuen Nutzungsnotwendigkeiten und wie kriegt man die im Rahmen der Sanierung auch geplant. Besonderheit hier im Altbau ist vielleicht, dass es bis 2007 als Schülerrechenzentrum genutzt wurde. Es war von daher sehr kleinteilig aufgebaut und die neuen Nutzeranforderungen für das Gymnasium sehen den Einbau von Fachkabinetten vor, also bis zu 90 Quadratmeter große Räume, die natürlich auch in dem statischen System geplant und gebaut werden müssen. Das waren also schon Punkte, wo die innere Struktur und die Statik entsprechend angepasst werden musste, das Tragwerk, dass diese großen Fachkabinette dann auch hergerichtet werden konnten. Wir schauen gleich nochmal auf die Details hier im Altbau. Bis dahin sagen wir erstmal Tschüss hier vom Gymnasium Bürgerwiese.